Ja, hallihallo ihr Lieben. Es ist Freitag, GNTM, meine Meinungszeit. Und als allererstes möchte ich mich mal bei euch allen bedanken, die gestern bei dem sensationellen BlogTV mit dabei waren. Große Umstyling-Folge, große BlogTV-Aktionen. Also wirklich, es war total super und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit mir, wie ich mit euch. Also das war wirklich super, wobei ich sagen muss, dass es sehr, sehr anstrengend war, sozusagen mit euch zu interagieren, die Sendung zu gucken und noch live zu kommentieren. Also das wöchentliche Video von GNTMMM ist da wirklich einfacher dagegen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ich das jede Woche machen werde. Naja, auf jeden Fall. Großes Umstyling. Coco hat sich extra Sushi gekauft und gemacht und getan. Und dann hat es ein paar Tränen gegeben. Es hat nicht unbedingt super spektakuläres Umstyling gegeben. Und nach 15 Minuten war die ganze Umstyling-Chose schon vorbei. Hallo? Ich habe gedacht, was ist das denn? Ich war total enttäuscht. Da ist mir ja fast mein Sushi im Hals stecken geblieben. Also das ging ja gar nicht. Also ich glaube, wir waren alle etwas konsterniert oder wie sagt man so schön. Also das war irgendwie gar nichts. Ist meine Kamera schief hier? Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so viel besser ist. Na, wenn es schief ist, dann rutsche ich jetzt eben so langsam aus dem Bild. Okay, kommen wir zu meinen beiden Highlights. Ich habe nämlich zwei. Zum einen ist es Alisa bei diesem Shooting. Also beim Shooting war ja diese Szene nachgestellt, wo die Polizisten dich quasi verhaften, wenn du aus dem Club kommst. Und ja, die Alisa war da wirklich ein Lämmchen und also ihr Unvermögen sozusagen war mein Highlight. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber kaputt gelacht. Das zweite Highlight war der Lauf in Handschellen. Also einige Mädels haben es ja irgendwie gar nicht hingekriegt und einige waren ganz schön peinlich. Ich habe die Namen noch nicht drauf. Die Blonde, Luisa heißt sie, glaube ich. Die hat das Haus ja noch gerockt, aber einige andere, ey, das war, ging gar nicht. Und Miriam hat es wieder richtig gut rausgehabt. Die hat einfach so dieses Schauspielerische. Also auch wenn sie sonst nur Stunts macht, aber sie weiß eben mit den Kameras umzugehen und so weiter. Also ich finde, das merkt man ihr auf jeden Fall an. Dann hatten wir gestern das erste Mal ein bisschen Zickenkrieg. Und zwar mit der dunkelhaarigen Luisa. Die hat sich nach ihrer Entscheidung, beziehungsweise nach dem Gespräch mit der Jury vor der Entscheidung, ein bisschen sehr mit der Lara gefetzt. Und ich glaube, jetzt geht da was. Die Mädels kennen sich jetzt so langsam ein bisschen. Man weiß, wer wen nicht mag und so weiter. Also ich hoffe, dass im Punkto Zickenkrieg da jetzt noch ein paar Steigerungen dann drin sind. Was habe ich noch? Ich habe mir noch aufgeschrieben, Favoriten. Ihr wolltet gestern immer wissen, wer mein Favorit ist. Im Moment habe ich noch keinen. Also wenn ihr schon einen habt, schreibt ihn mir gerne unten drunter. Ich habe noch keinen. Miriam finde ich recht gut. Es gibt aber auch ein paar andere, wo ich denke, ja, okay, das könnte was werden. Schauen wir mal. Ja, der Rauswurf von Lara. Lara, Laura. Ich habe die Namen noch. Auf jeden Fall, mit dem Rauswurf kann ich auch leben. Sie war zwar nicht schlecht, aber ich glaube nicht gut genug. Und was noch viel wichtiger war, nach dem Umstyling sah sie echt voll so aus wie die Jenny aus der dritten Staffel GNTM. Und ich glaube, sie hätte wahrscheinlich eh nicht gewonnen. Also für mein Verhältnis waren einige noch etwas unbegabter als sie. Aber vielleicht kommt da noch was und die Jury sieht da was, was ich nicht sehe. Apropos Jury, also ich glaube, Q wird der Running Gag der Staffel in Sachen doofe Sprüche und genauso wie der Schuller einfach immer geiler wird. Also der gefällt mir richtig gut. Also meine Traumjury wäre, Heidi, muss nun mal sein, ist ihre Sendung, dann vielleicht der Schuller und der Bruce. Ich glaube, die beiden, die könnten sich richtig gut ja, ergänzen und vielleicht als Gastjuror dann manchmal noch den Rolfe. Also ich glaube, dann würde ich auf dem Boden liegen. Das wäre ziemlich cool. Generell würde ich der Sendung von gestern, also eigentlich hätte sie eine ganz schlechte Note verdient, einfach weil das Umstyling so groß angekündigt wurde und es dann letztendlich doch nichts Dolles war. Wobei ich sagen muss, dass Hannah zum Beispiel richtig, richtig süß jetzt aussieht. Sie hat so diesen elfenhaften, rothaarigen Typ, wie der jetzt in vielen
Fotos so rüberkommt, so, so ein bisschen so à la Reni. Oder Reni ist à la Hanna oder wie man es nimmt. Naja, schauen wir mal, was das gibt. Also der Sendung generell würde ich vielleicht eine 6 von 10 Punkten geben. Das Shooting war ganz okay. Ich habe mich ein paar Mal sehr amüsiert und die Live-Walks, ja, okay. Naja, eine 6. Jetzt ist es mitten am Tag und ich muss trotzdem gehen. Ja, so viel dazu. Schreibt mir, wie gesagt, euer Favoriten, euer Highlight. Wie fandet ihr die Sendung? Findet ihr die Staffel generell auch so ziemlich lahm? Hättet ihr Bock öfters auf Blog-TV? Wollt ihr mehr Live-Getwitter? Alles, alles, alles GNTM. Hier unten rein. Ja, in diesem Sinne sage ich erstmal ciao, ciao für heute und bis demnächst. Eure Coco.